Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben letztens Kinderserien-Intros zusammen erraten. Heute machen wir das gleiche, aber nur mit Nickelodeon-Sendungen. Ich habe früher als Kind gefühlt nur Nickelodeon geschaut. Also auch alles andere, aber am allermeisten Nickelodeon. Das heißt, ich glaube, ich werde mich da sehr gut auskennen. Spielt gerne mit, schreibt eure Punktzahl am Ende in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr auch Nickelodeon-Kinder wart oder ob ihr Kika-Kinder wart. Dazu sage ich mir jetzt einfach nichts, okay? Wir starten mit Nummer 1. Ich bin sehr gespannt. Ganz alte und ganz neue werde ich nicht kennen, sage ich, ne? Wir werden sehen, let's go. Noch nie gehört. Okay, Drake und Josh. Okay, doch, okay, Drake und Josh. Okay, das ist Drake und Josh. Okay, aber die erste Melodie habe ich gar nicht gecheckt. Yes, Drake und Josh. Banger-Serie. Nummer 2. Habe ich schon mal gehört. Ist das? Das ist aber nicht Zoe 101, weil Zoe 101 ist. Sam and Cat. Okay, habe ich nie wirklich geguckt. Sam and Cat, leider. Nie wirklich geguckt. Noch nie in meinem Leben diesen Intro-Song gehört. Noch nie in meinem Leben. Keine Ahnung. Ich glaube, die Serie gab es nicht mal bei uns in Deutschland. The Adventures of Pete and Pete, Bro. Das wird so schwer. Holy. Noch nie gehört in meinem Leben. Nee. Keine Ahnung. Game Shakers, okay, das ist eine relativ neue Serie. Bro, ich sack so rein. Holy, bin ich schlecht. Ich dachte, ich wäre decent. Ich dachte, ich wäre gut in diesem Quiz. Es hört sich nach irgendeiner Roboter-Serie an. Ich sag Johnny Test, aber es ist nicht. Nee, nicht Johnny Test. Kann im Leben nicht Johnny Test sein. Was ist das? Keenan und Kel, Bro. Das ist so eine alte Serie. Die ist so alt. Krass, okay, gut, die alten Sachen bin ich raus. iCarly. iCarly, oh mein Gott, Bro. Beste Serie der Welt. Nice. Okay, geil, okay. Safe Point. Hätte ich aber auch haben müssen. Oh, die kenne ich. Boah, kenne ich auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was es ist. Kenne ich auf jeden Fall. Nicky, Ricky, Dicky und Dawn. Okay, doch, das habe ich ab und zu noch geguckt. Doch, doch. Geiler Intro-Song auf jeden Fall. Geiler Intro-Song, holy. Sehr, sehr geiler Intro-Song. Das ist wieder so eine alte Serie, Mann. Keine Ahnung. Super alt, sag ich. Und es sieht sehr neu aus, eher. All That, noch nie gesehen oder gehört. Gab's vielleicht auch in Deutschland nicht. Once again. Victorious, oh mein Gott. So der beste Intro-Song in my opinion. Ein guter Intro-Song. Boah, richtig geil. Richtig gute Serie. Henry Danger. Henry Danger oder Thundermans? Ich sag Henry Danger. Geile Serie auch.
Henry Danger, eine der wenigen neueren Serien, die ich sehr enjoyed habe. Sehr stronge Serie. Sehr gut gewesen. Ist das, School of Rock habe ich nie gesehen, soll nicht an den Film rankommen, ansatzweise. Krass, ich kenne so wenige Serien, ne? Crazy. So wenige kenne ich nur. Big Time Rush, Junge. Holy shit. Auch eine der besten Nickelodeon-Serien ever. Big Time Rush. Big Time Rush, so strong. Actually, auch gute Musik haben die gemacht. Oder machen sie immer noch. Muss man auch sagen. Oh, hab ich schon mal gehört. Schon mal gehört? Oder? Nee, habe ich noch. Doch, Clarissa habe ich gehört, weil es gibt Melissa und Joey. Es gibt diese Serie, die heißt Melissa und Joey. Habe ich früher immer gerne geguckt, lief auf Comedy Central. Und diese Schauspielerin spielt hier als Kind mit. Deswegen habe ich das Intro mal gehört. Ist eine ganz alte Serie. Holy shit, die ist so alt. Kennt keiner von euch. Halber Horrorfilm, oder was? Was ist denn das? Are you afraid of the dark, bro? Bei dem Intro-Song habe ich Angst. Das sind teilweise echt Serien von 1905. Kenne ich auch nicht. Junge, ich bin so bad. Ich bin ja so bad. Noch nie gehört. Okay, die Schauspielerin kenne ich aber. Bro, ich bin so schlecht, ich sag's wie es ist. Oh ja, wie heißt das? Total vergeistert heißt das so? Heißt das so im Deutschen? Ja, das meint ihr auf jeden Fall. Haunted Hathaways, ja. Heißt das in Deutsch nicht total vergeistert oder so? Aber die meinte ich auf jeden Fall. Die meinte ich. Habe ich auch nie geguckt, aber. So langsam werde ich sauer. Ich dachte, Nickelodeon habe ich immer geguckt. Ich habe noch eine Ansage gedrückt am Anfang vom Video. Jetzt kommt sowas. The Naked irgendwas. Was ist denn das alles? Ich kenne Sam und Cat nicht mal. Thundermans, das ist Thundermans. Thundermans. Auch gute Serie, ehrlich gute Serie. Thundermans. War geil. Aber nicht so gut wie Henry Danger, in my opinion. Oh, das kenne ich auch. Das kenne ich. Das kenne ich. Was ist das? Ich kenne das. Haus Anubis. Aber es war nicht. War das auch das deutsche Intro von Haus Anubis? Wahrscheinlich, ne? Aber ja, Haus Anubis. Auch geil gewesen. Fuck. Oh mein Gott, Netz ultimativer Schulwahnsinn. Netz ultimativer Schulwahnsinn. Hier sehen wir ihn auch. Geil. War gut, war sehr gut. Habe ich sehr enjoyed als Kind. Nee. Ninja. Wie heißt das? Ninja, wie heißt das denn? Ach, Power Rangers, okay. Dann nicht. Es gab aber auch irgendeine Ninja-Serie auf Nickelodeon. Es gab irgendeine Ninja-Serie.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Ich bin so schlecht in diesem Quiz. Noch nie gesehen. Wer ist das? Night Squad. Kenne ich nicht. Ich bin der schlechteste Mensch. Bitte schreibt eure Punktzahl rein. Ich will mich nicht schlecht fühlen als Einziger. The Amanda Show. Okay, das kennt man, hab ich schon mal gehört, ist aber sehr alt, ne? Okay, sehr alt. Sehr, sehr, sehr alt, okay. Sehr alt. Day after day, it's us and everyone around me is unbearable, but I'm gonna be the one unflappable. Nee. Better unfabulous. Okay. Unfabulous habe ich aber schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, das kenne ich. Aber ich habe keinen Namen vor Augen. Bella and the Bulldogs. Ja, okay, doch. Das habe ich ein, zwei Mal geguckt. I remember. Oh, das kenne ich auf jeden Fall. Das kenne ich. Alex Mack, ja, okay, aber so eine sehr alte, da habe ich mal auf YouTube was zu angesehen. Well done, nee, nicht well done, nichts mit well done. Es ist mir fast unangenehm, das hochzuladen. Ich dachte wirklich, das wird so ein easy run, aber ich glaube, ich habe dann doch echt mehr Disney Channel geguckt, wobei ich auf Nickelodeon viel, ich habe halt super viel iCarly, Victorious, Sam & Cat, das bei den Intro-Song bei Sam & Cat nicht wusste, Netz Ultimativer Schulwahnsinn, SpongeBob viel geguckt. Krass. Und dass ich, echt, dann habe ich mehr Disney Channel, I guess, geguckt, ne? Es waren aber auch super alte Sachen dabei und die ganz neuen kannte ich halt logischerweise nicht, ne? Ey, ich fühle mich ein bisschen mies, das hochzuladen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Punkte in die Kommentare. Ist traurig, wie wenig ich wusste, Mann. Ich habe, das ist unangenehm. Wir werden uns das gleiche mit Disney machen und dann werde ich rasieren, okay? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Freunde. Ich bin sehr gespannt auf eure Punktzahl. Wir sehen uns, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.